Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zu einer neuen Episode 7 Minutes Quads. Ja, lange ist es her. Ich habe mich jetzt entschieden, nachdem ich auf Facebook gefragt habe, es lohnt sich dementsprechend da vorbeizuschauen, denn ihr habt mich dazu überzeugt, nochmal eine Runde 7 Minutes Quads zu machen. Deswegen mache ich das natürlich auch direkt mal. Und wir haben gerade Team of the Season Zeit. Und Team of the Season Zeit ist die Zeit, wo die blauen Karten gibt. Ja, ich habe ja die Predictions gemacht. Und das Most Consistent, beziehungsweise die Most Consistent Teams sind draußen und alle ziehen was. Und ich will eigentlich keine Packs öffnen, weil ich weiß, dass ich nichts ziehe. Werde. Aber ich werde wahrscheinlich sowieso so süchtig sein und irgendwann noch Packs öffnen. Das wird einfach so sein. Ich kenne mich selber. Und deswegen machen wir heute zur Feier des Tages, weil ich gerade in Liga 1 aufgestiegen bin, wie ihr recht seht, machen wir heute zur Feier des Tages eine Folge 7 Minutes Quads und wir öffnen ein 15k-Pack. Und ich werde eh nichts ziehen. Das wäre natürlich richtig geil, wenn EA mir jetzt sagen würde, ey Digga, guck mal, du kriegst jetzt eisekalt erstmal ein Team of the Season Spieler, aber das wird sowieso nicht passieren. Und trotzdem machen wir das Ganze und versuchen, ja, wir versuchen, dann auch ein 7 Minute Squad zu machen. Ich brauche dazu erstmal einen Timer, den suche ich mir jetzt gerade mal im Internet. Und ich muss noch dazu sagen, wenn ihr Coins braucht, um beispielsweise Team of the Season Spieler zu kaufen oder euch Packs zu kaufen oder das Ganze mit FIFA Points machen würdet, was ich euch nicht empfehle, weil die teurer sind als Coins, wenn ihr das Ganze so rechnet, dann schaut bei RandyRun vorbei. Link ist in der Videobeschreibung, da könnt ihr mich unterstützen. Wenn ihr über den Link was kauft, würde ich mich sehr doll drüber freuen, weil ihr unterstützt mich damit wirklich. Und ich würde sagen, ich habe einen Timer. Und wir starten einfach mal und öffnen dieses eine Team of the Season Pack. Let's go. Mal sehen. So. Es lädt lange. Wir lassen den goldenen Ball spinnen. Ja! Oh mein Gott! Einmal Glück im Leben. Ah, ist das geil. Ist das geil. Artspiliquetta. Ist das geil. Oh mein fucking Gott. Ich pack's nicht mehr. Das war... Ich komm nicht drauf klar. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen. Das war so unfassbar unwahrscheinlich, dass ich ein Team of the Season ziehe, ne? Und das ist einfach passiert. Ich muss gleich mal Tobi ein Bild schicken. Oh mein Gott. Erstmal im Verein speichern. Ja, wunderbar. Ich würde sagen, das hat sich schon mal gelohnt. Hätte ich niemals mit gerechnet, Alter. Ohne Scheiß. Ist das gut? Ah, ist das geil. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Deswegen werde ich jetzt nicht noch eins öffnen. Aber das ist einfach zu geil. Ich komme da nicht drauf klar. So, das, niemals. Normalerweise hätte ich nie so ein Glück. Aber jetzt habe ich es einmal im Leben. Ist das nicht schön. So, wir verspeichern die Verträge. Und, ja. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ah, ist das geil. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie geil das ist. Das ist erst die dritte blaue Karte, die ich gezogen habe. Ich habe letztes Jahr so viel ausgegeben. Im letzten Pack habe ich dann Valbuena gezogen. Ich habe dieses Jahr so viel für Team of the Season ausgegeben. Und ich habe Team of the Year ausgegeben. Ich habe Lahm gezogen. Und jetzt im ersten Pack Aspiliqueta. Ist das geil. Ah. So, okay, alles klar. Wir bauen ein Team um den. Ich habe gar keine Ahnung. Ich habe gar keine Ahnung, was ich machen soll. Ja. Gut. Schauen wir mal. Das Team nennen wir jetzt einfach mal. Das ist unfassbar, ohne Scheiß. Ja, als Filiqueta, ne? Komm mal her. Und ich würde sagen, ey, das ist der nächste Verteidiger, den ich ziehe, ne? Nach Lahm. Gut, wir gehen mal auf den Transfermarkt und mal schauen, was wir um den für ein Team bauen können. Und ich würde sagen, wir spielen nicht 4-4-2, weil das hatten wir jetzt so oft. Wir spielen jetzt mal 4-3-3. Ja, 4-3-3. Ah, 4-3-3-5. Ich habe noch nie mit False Nine gespielt, ganz ehrlich gesagt. Deswegen machen wir das jetzt mal. Und ich gehe auf den Transfermarkt. Ich setze den Timer. Und es geht los. Es geht nicht los. Ah, okay. Ich hab's gefunden und es geht los. So,
Wir gehen als erstes mal, ja, was machen wir jetzt? Gut, wir gehen in die Barclays Premier League und kaufen uns da irgendeinen beliebigen Innenverteidiger. Und ich würde mal sagen, wir gehen. Nehmen wir Frankreich oder nehmen wir. Doch, wir nehmen Frankreich. Und zwar holen wir uns Kabul, wenn ich ihn finde. Hallo. Ach da. Okay, alles klar, wir holen uns Kabul. Ich bin immer noch, ich bin so durch, ne? Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Heieiei. Gut, 1100 Coins. Zack. Und wir gehen mit Kabul. Mal sehen, wen können wir als nächstes nehmen? Wir brauchen einen linken Mittelfeldspieler, den linken Flügelspieler brauchen wir ja. Und dann nehmen wir am besten einen Spanier, damit wir Azpilicueta verlinken können. Und dann würde ich sagen, nehmen wir da jemanden, der eigentlich ins Team of the Season most consistent hätte reinkommen können. Und zwar ist das dann David Villa. Ich muss das Ganze schnell machen, weil ich will Azpilicueta schnellstmöglich verkaufen. 2100 Münzen. Haben wir irgendwas günstigeres? Gucken wir einfach nochmal kurz auf der zweiten Seite. Ich weiß, aber ich spare gerade. Normalerweise hätte ich auch 7 Minute Squads niemals gemacht, weil ich bin einfach gerade so sparsam. Weil ich ja, so viele Coins verloren habe, beispielsweise mit Ribéry. Das werde ich jetzt auch mit Azpilicueta nicht wieder reinkriegen, aber ich habe ein Team of the Season gezogen. Und das ist der Punkt. Gut. Ah, wir haben schon David Villa. Ah, ist doof. Klar, ich habe schon David Villa im Verein und zwar den, den ich in den Untradable Packs gezogen habe. Gut, jetzt haben wir eine False 9. Jetzt brauchen wir noch einen zentralen Mittelfeldspieler. Und zentraler Mittelfeldspieler ist so eine Sache, weil wir bräuchten jetzt am besten Spanier oder. Ja, doch, wir brauchen Spanier oder einen aus der Barclays Premier League. Und ich würde sagen, wir nehmen einfach mal einen Spanier aus der Liga BBVA. Oder wir nehmen Spanier aus einer ganz anderen Liga, aber das geht kaum. Obwohl doch, es würde gehen. Und zwar, wenn wir in die. Ja, jetzt komm, ey, das war falsch. In die Bundesliga gehen und uns Javi Martinez kaufen und Thiago. Ach fuck, ich wollte noch Spanien einstellen. So. Das müsste dann funktionieren, so wie ich mir das vorgestellt habe. Okay, haben wir Thiago 4500, Alter, ihr willst mich doch verarschen, oder? 3800, wieso ist der so teuer? Hier, ZM, Javi Martinez, das passt schon. So, und jetzt Thiago Alcantara finden. Das wird schwierig. Ah, toll, jetzt ist die Suche wieder verbuggt. Ich setze einfach mal einen auf die Watchlist und kaufe gleich nochmal einen günstigeren. Dann gilt der jetzt halt gekauft. Ja, ich weiß, es ist wieder abgeguckt, aber muss sein. Das muss ich überlegen. Wir haben jetzt David Villa, wir haben Javi Martinez und wir haben Kabul. Das heißt, Kabul braucht auf jeden Fall noch einen Link und am besten nehmen wir da Jorie ins Tor, weil dann ist der schon mal halbwegs versorgt. Ja. So, Jorie. Suchen den schnell und stellen den ins Tor. So. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Mit Jori im Tor. Jetzt hat Kabul noch einen Link offen. Das heißt, einen Link braucht er auf jeden Fall noch. Aber was machen wir da? Javi Martinez steht jetzt im Mittelfeld auf dem Sechser und Thiago steht auf der linken Seite. Das heißt, Javi Martinez, ich muss mal eben nachgucken, weil ich habe die Links von dieser Formation gerade nicht im Kopf. So, Javi Martinez steht in der Mitte. Das heißt, er hat zwei Links im Moment und hat auf jeden Fall schon mal. Okay, wir brauchen auf, entweder einen aus der Bundesliga oder einen Spanier. Und ich würde sagen, wir nehmen da nochmal einen spanischen Mittelstürmer, weil das ist einfacher zu verlinken. Aber welchen spanischen Mittelstürmer nehmen wir? Das ist jetzt natürlich die Frage. So. Nee, wir müssen ja gar nicht das einstellen. Ihr merkt, ich bin immer noch ein bisschen verwirrt, aber es ist passiert. So, Stürmer aus Spanien. Ich überlege gerade verzweifelt, aber mir fällt keiner ein aus einer vernünftigen Liga. Liga. Aus einer vernünftigen Liga. Wir können wieder in die Barclays zurückgehen. Oder wir bleiben halt in der BBVA. Scheiße. Ich würde sagen, dann packen wir einfach mal ins ZM den guten. Irgendeinen zentralen Mittelfeldspieler Spanier aus der Liga BBVA. Und nimmt Thiago als False 9. Jetzt komm, mach, mach, mach. Ja, genau, wahrscheinlich. Aber oh, das wird doch wieder nix. Das wird doch wieder nix. Ja, jetzt gibt es auf einmal keine Spieler mehr auf dem Markt. Jetzt geht's wieder plötzlich. Komisch, komisch, komisch. So, dann nehmen wir einfach mal Binyard.
weil der hier gerade so schön rumsitzt und weil ich den noch nie ausprobiert habe irgendwie dieses Jahr, obwohl der richtig geile Werte hat. Es ist so lustig, wie es auf Twitter einfach abgeht und alle einen Inform gezogen haben. Wirklich alle. Alle in Team of the Season. Das ist voll krass und ich glaube auch, dass die richtig häufig werden heute. Also allgemein nicht heute, sondern im Team of the Season jetzt. Gut, wir müssen jetzt in die Bundesliga uns einen rechten Flügelspieler holen. Rechter Flügel und Bundesliga. So, aber wen holen wir uns da? Das ist die Frage jetzt. Wir holen uns da Fafan. Dann stellen wir ins zentrale Mittelfeld Jones. Ja, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Okay, habe ich schon. Bieten wir gleich wieder an. Na komm. Jones. Okay, da müsste jetzt auch mittlerweile teurer geworden sein. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Obwohl, die können wir gar nicht machen, können wir gar nicht machen. Wir brauchen jetzt ein ZM aus der Bundesliga und ich bin gerade unkreativ. Das ist echt eine beschissene Situation. Nehmen wir Gustavo. Und ich weiß auch nicht, wie viel Zeit ich noch habe. Wahrscheinlich gar nicht mehr so viel. Nein, nicht Muriel. Na, das war scheiße. Und wir haben noch, okay, 20 Sekunden. Das werden wir niemals schaffen. Niemals werde ich das schaffen. Okay, 2200. Jetzt müssen wir rechts einen Brasilianer nehmen. Innenverteidiger auch einen Brasilianer. Und dann haben wir es. Theoretisch. Aber die Zeit ist in 8 Sekunden um. 3, 2, 1. Gut, wir haben es nicht geschafft. Das ist jetzt aber erstmal nicht so schlimm. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich das Squad fertig habe. So, wir haben das Team fertiggestellt. Wir haben Jori im Tor, dann in der Innenverteidigung haben wir Vertonghen, rechts Kabul, links Azpilicueta, dann rechter Verteidiger Rafinha, Mittelfeld Gustavo, ZM Martinez, Bernat auf dem anderen ZM und dann links vorne Villa, in der Mitte Thiago und rechts Fafan. Ist jetzt nicht das Beste aller Hybrids, muss ich ganz ehrlich zugeben, aber ich denke mal, es geht noch gerade so in Ordnung. Ich führe jetzt mal eben die Bank auf und dann gehen wir kurz in ein Spiel. Ich will natürlich Silberbank haben. Und schau mal, was wir da so reißen können. Ich suche einen Gegner und bin dann gleich wieder da. So, wir haben einen Gegner gefunden und mal schauen, was er für ein Team hat. Ich werde jetzt gleich wahrscheinlich einfach noch ein Pack-Opening machen und einfach alle raushauen. Was heißt raushauen? Alle 150. Nein, alle 100. Alter, alle 15 Carpacks kaufen, meine Fresse nochmal. Weil, keine Ahnung, ich meine, die sind im Moment so heftig am rumkommen, die Team of the Season-Spieler. Die werden alle nichts kosten. Und da ich nur auf die Team of the Season Spieler, okay, most consistent, aber da ich nur auf die eigentlich gespart habe, ist das. Was heißt gespart? Ich habe ja nicht mal wirklich gekarrt, aber. Naja, macht ja nichts. Und deswegen werde ich gleich noch ein paar Packs öffnen. Wie sie das gehört. Und dann schauen wir mal, ob wir da noch was Vernünftiges drin ziehen. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal in dieses Spiel hier. Oha! Ordentliche Parade davon, Jori. Ist dummerweise über die Seite von Azpilicueta passiert, aber nur weil der davor eine richtig gute Grätsche eigentlich gemacht hat, die aber direkt wieder zum Gegner gegangen ist. Wofür aber herzlich wenig für konnte. Thiago Villa. Okay, Villa macht das 1-0. Thiago hat da noch gefailt mit dem Kopfball, was eigentlich ganz klar war, aber Villa ist dann da und macht den Abstauber rein. Wunderbar. Ich würde sagen, das läuft gerade. Und ja, weiter geht's. Schlechter Abwurf von De Gea. Thiago. Das war kein Foul. Uff. So, das dürfte das Ende der ersten Hälfte gewesen sein. Und das war relativ knapp nochmal. Ja, relativ langweilige erste Hälfte. Kaum wirklich gefährliche Szenen, wenn von mir, weil er hat nicht wirklich was rausgehauen bisher. Denn, ja, seine, wie soll man das sagen, sein Spielstil war extrem komisch. Er hat zwar, wie ihr seht, Schüsse, aber das waren echt ungefährliche immer, weil sie immer aus der Distanz kamen, weil er nicht durch, also bis auf die zweimal jetzt gerade, die ihr gesehen habt,
weil er immer aus der Distanz geschossen hat, weil er nicht durchgekommen ist. Und hinten verteidigt er extrem gut. Das ist ein bisschen, ja, doof. Aber sein Spielaufbau ist extrem langsam, was auch doof ist. Und der Ausgleich ist gefallen durch Diego, müsste es gewesen sein. Nee. Diego Costa? Ich habe keine Ahnung. Wer ist denn das? Coutinho wahrscheinlich. Der, von dem du es am wenigsten erwartest. War ein ordentlicher Schuss, seine erste vernünftige Chance. Doof gelaufen da und dann kann Jori und Kabul nichts machen können. Aber naja. Und da ist das 2:1 an der Flanke durch Gustavo. Nicht besonders schön, aber ich denke mal, der Spielzug war ganz in Ordnung. Schöner Pass da von Thiago auf Fafan. Der kommt mit der Flanke und dann ist Gustavo in der Mitte frei und macht das 2:1. Jetzt mal langsam die Führung ausbauen und dann am Ende gewinnen. Azpilicueta grätscht daneben und Haig macht das Tor. Der ist nicht mal auf Chemie und trotzdem macht er den Finesse in eine kurze Ecke. Das ist auch wieder so eine Logik, das ist ziemlich komisch. Aber gut, kann man jetzt auch nicht unbedingt was gegen machen. Von daher ist das jetzt nicht so schlimm. Und ja, schöner Pass von Fofana. Schöner Versuch da von Thiago, leider kommt der nicht ganz zum Zug da. Ja gut, war ja ein Seitfallzieher, aber hat halt nicht getroffen. Und wir kassieren wirklich das 3:2. Der Gegner ist wirklich, also er drückt wirklich und man merkt einfach, dass er durch diese Schnelligkeit, die er hat, extrem Vorteil hat. Aber die Führung, okay, sie ist verdient so gesehen von den Stats her, aber ich bin ehrlich gesagt peinlich berührt. Ich hab's einfach eilig, weil ich als Azpilicueta verkaufen will, ich bin ehrlich. So, die Niederlage ist besiegelt. Ich nehme sie jetzt nicht gerne in Kauf, aber was sein muss, muss halt manchmal sein. Und ja, passiert. Wir haben 3:2 verloren. Trotzdem denke ich mal, dass diese Folge in Ordnung war, sage ich mal. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Und ich hoffe natürlich, dass ihr auch Glück hattet in euren Packs. Ich verabschiede mich, sage bis zum nächsten Mal. Haut rein. Wunderschönen Tag noch.